Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Tech Talk. Heute zum Thema Migration von Exchange Server zu Exchange Online. In dieser Folge gibt es erstmal einen Überblick zu den Migrationsmöglichkeiten zu Exchange Online. Im Detail werden wir dann in einer der folgenden Tech Talks auf die Feinheiten und Unterschiede eingehen. Nun, welche Möglichkeit bietet uns der Microsoft für eine Migration zu Exchange Online? Zuerst ist es natürlich einmal die Cutover-Migration, die uns für die älteren Versionen von Exchange Server 2003, 7, 10 und 13 zur Verfügung steht und dafür gedacht ist, maximal 2000 Postfächer zu migrieren. Bei dieser Migration ist wichtig, zumal darauf zu achten, dass es nach der Migration Cloud-Identitäten gibt und keinerlei Verbindungen der Postfachinformationen zu lokalen Exchange und zum Active Directory existieren. Ziel ist also die finale Migration einer lokalen Umgebung zu Exchange Online. Nun, Cutover-Migration zu den Versionen, die es so gibt, 2003 und 2007. Die sind beide schon end of support. 2010, wie wir alle wissen, ist im Oktober diesen Jahres dran. Also ist die Cutover-Migration sehr eingeschränkt, was den Support für die Versionen als Quellversion angeht. Staged Migration ist die zweite Option, die wir zur Verfügung haben. Die ist dazu gedacht, auch eine vollständige Migration durchzuführen, auch für 2003 und für 2007. Hier ist der große Unterschied, dass die Identitäten, also die Benutzerkonten, nicht durch einen Import oder durch manuelles Erstellen in Azure Active Directory erfolgt, sondern halt durch eine Synchronisation vorhandener Identitäten aus der lokalen Active Directory-Umgebung. Die letzte große Migrationsoption ist natürlich die Hybrid Migration, das heißt eine komplette Hybrid-Anbindung. Die steht uns zur Verfügung für 2010, 13, 16 und 19. Auch hier erfolgt eine Hybridisierung, wie das so schön heißt, des Active Directory und auch der Exchange-Umgebung. Hier nochmal der Tipp. Am 13. Oktober diesen Jahres ist der End of Support für Exchange Server 2010 erreicht. Nun, die Cutover-Migration ist dazu gedacht, alle Exchange-Objekte zu Exchange Online zu migrieren. Technisch gesehen zwar gedacht für bis zu 2000 Postfächer, aber realistisch betrachtet empfiehlt es sich hier nicht, also keine Cutover-Migration durchzuführen, wenn Sie so viele Postfächer haben, denn realistisch sind nur aufgrund des Zeitbedarfs, den man hat, eine Migration von bis zu 150 Postfächern. Denn die Cutover-Migration besteht aus einem einzelnen Migrationsbatch, das heißt, alle Postfächer, die existieren, müssen in einem Rutsch migriert werden. Wie der Name schon sagt, Cutover bedeutet, nachdem ich die Inhalte migriert habe, wird der Nachrichtenfluss von einem Tag auf den anderen, idealerweise über das Wochenende, geswitcht von der lokalen Exchange-Umgebung auf Exchange Online. Was nicht möglich ist mit einer Cutover-Migration, ist ein sogenannter hybrider Nachrichtenfluss. Das heißt, es gibt keine wirkliche SMTP-Verbindung zwischen der lokalen Exchange-Organisation und Exchange Online. Optional ist halt der Rückbau der lokalen Exchange-Organisation, das heißt die komplette Deinstallation von Exchange Server, denn das Ziel der Cutover-Migration ist ja die komplette Migration zu Exchange Online. Die zweite Option, die Staged Migration, sieht auch vor, dass alle Exchange-Objekte zu Exchange Online migriert werden. Hier erfolgt im ersten Schritt eine Synchronisation der Benutzerobjekte mit Azure AD Connect, bei der durch die Synchronisation in Exchange Online erst einmal nur E-Mail-Benutzer erstellt werden und die Migration erfolgt in sogenannten Migration Batches. Das heißt, wenn Sie 100 Benutzer haben, können Sie 5 Batches à 20 User erstellen und nach dem Abschluss eines jeden Batches werden dann aus den E-Mail-Benutzern in Exchange Online klassische Postfachbenutzer und die Active Directory AD Connect Synchronisation wiederum sorgt dafür, dass im lokalen AD die Objekte umgeschrieben werden und während der Migrationsphase auch lokale Benutzer mit den
E-Mail-Migrierten Postfachbenutzern in Exchange Online kommunizieren können und andersherum. Das Ganze erfolgt dann wiederum durch eine Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten ohne eine direkte hybride SMTP-Verbindung zwischen der lokalen Exchange-Organisation und Exchange Online, sondern klassische Weiterleitung. AD Connect kümmert sich dann um die passende Konfiguration der Attribute im lokalen Active Directory. Auch hier ist das Ziel, dass nach Abschluss der kompletten Migration der Nachrichtenfluss auf Exchange Online umgestellt wird. Was nicht möglich ist, ist, man ahnt es schon, der hybride Nachrichtenfluss, das heißt die dauerhafte SMTP-Verbindung zwischen der Exchange-Organisation in Exchange Online, die zu ihrem Tenant gehört, und der lokalen Exchange-Organisation. Auch hier ist optional der Rückbau der lokalen Exchange-Organisation möglich, um Exchange komplett aus dem Active Directory zu entfernen. Die wichtigste Migrationsoption wiederum ist die Hybrid Migration. Hier haben Sie die größte Flexibilität, nämlich indem Sie nur ausgewählte Exchange-Objekte zu Exchange Online migrieren. Die Synchronisation der Exchange-aktivierten Objekte erfolgt auch hier über Azure AD Connect. Azure AD Connect ist die zentrale Drehscheibe zur Synchronisation aus dem lokalen Active Directory mit dem Azure AD. Und Sie haben dann über eine längere Zeit, das heißt, solange Sie Office 365 benutzen möchten, einen parallelen Betrieb von zwei Exchange-Umgebungen. Die Einrichtung der Hybrid-Konfiguration erfolgt mit dem Hybrid Configuration Wizard oder kurz HCW. Der bietet uns die Möglichkeit, zwei Betriebsvarianten in drei unterschiedlichen Betriebsmodi zu konfigurieren. Wie diese im Detail aussehen, was die Vor- und Nachteile sind, kommt in einem der nächsten Tech Talks, denn das dauert etwas länger. Und die Migration erfolgt durch sogenannte Postfachverschiebung. Die Postfachverschiebung ermöglichen es Ihnen, dass Sie die Postfächer sowohl aus der lokalen Exchange-Organisation zu Exchange Online, aber auch von Exchange Online wieder zurück in die lokale Exchange-Organisation verschieben können, je nachdem, wie der Bedarf ist. Wie schon erwähnt, ist die Hybrid Migration und die hybride Anbindung der beiden Umgebungen, die bietet es Ihnen die größtmögliche Flexibilität, um Exchange-Funktionalitäten für Ihr Unternehmen bereitzustellen. Die Weiterleitung von eingehenden Nachrichten erfolgt klassisch per SMTP, hier allerdings wirklich über einen konfigurierten hybriden Nachrichtenfluss, denn man muss es sich so vorstellen, dass wir zwei physisch getrennte Umgebungen logisch zu einer zusammenschalten und der hybride Mailfluss dafür sorgt, dass diese beiden Umgebungen sich ganz besonders vertrauen, und obwohl diese Nachrichten über das Internet versandt werden, sorgt es dafür, dass die beiden Umgebungen gegenseitig diesen SMTP- oder E-Mail-Nachrichten ganz besonders vertrauen. Diese direkte Verbindung stellt zusätzlich Anforderungen an Ihre Netzwerkinfrastruktur und auch an die Firewall- und Firewall-Regeln, was nicht immer diskussionsfrei über die Bühne geht. Das heißt also, die Planung einer hybriden Umgebung ist aufwendiger als eine vollständige Migration aus den Cutover oder auch aus den Staged-Szenarien. Die Verwaltung erfolgt weiterhin in der lokalen Exchange-Organisation. Das ist auch der Grund, warum wir weiterhin einen Exchange-Server, also mindestens einen Exchange-Server in der lokalen Umgebung benötigen, nämlich zur Verwaltung der Exchange-Konfiguration und, falls verwendet, für den zentralisierten Mailflow. Wenn Sie selber schauen möchten, welche Optionen Sie für Ihre Exchange-Umgebung passend sind, steht Ihnen der Office 365 Mail Migration Advisor zur Verfügung. Auf den können Sie allerdings nur zugreifen, wenn Sie bereits über ein Office 365 Abonnement, das heißt einen Mandanten, verfügen, denn der erfordert eine Anmeldung. Hier unten sehen Sie den Hyperlink, um diesen aufzurufen. Er unterstützt Sie bei der Migration und gibt Ihnen Tipps, was das beste Verfahren ist. Natürlich hat nicht unbedingt nur jeder eine Change-Umgebung in der lokalen Infrastruktur. Vielleicht haben Sie einen alternativen E-Mail-Server, vielleicht auch gehostet bei einem externen Internetanbieter. Dann hilft Ihnen die sogenannte IMAP-Migration, diese
Migriert Ihnen allerdings nur die Postfachinhalte, keinerlei Kontakte oder Kalenderinformationen. Als Spezialvariante davon unterstützt Exchange Online die sogenannte Gmail-Migration aus der Gmail Office Suite. Auch hier werden nur Postfachinhalte migriert. Jetzt haben wir zwar über E-Mail gesprochen, aber wir haben natürlich gleich noch ein anderes großes Thema, aber zuerst die alternativen Migrationsmöglichkeiten. Wenn Sie nicht über die Bordmittel mit den Bordmitteln von Exchange arbeiten möchten, stehen Ihnen unterschiedliche Drittanbieterlösungen zur Verfügung. Das ist nur eine kleine Auswahl und auch in alphabetischer Reihenfolge ohne große Gewichtung. Und wichtig ist, dass Sie, wenn Sie eine größere Exchange-Umgebung haben, immer mit einem Microsoft-Partner arbeiten sollten. Denn jede Exchange-Umgebung ist anders und das, was Microsoft uns zur Verfügung stellt an Online-Dokumentation, ist technisch hilfreich, aber passt halt in der Geschmacksvariante nicht immer unbedingt auch auf Ihre lokale Exchange-Umgebung. Über den Link Microsoft-Lösungsanbieter finden Sie einen zertifizierten und ausgewiesenen Microsoft-Partner auch in Ihrer Nähe. Ja, das große Thema öffentliche Ordner. Haben Sie welche? Ja, nun zu der Migration der öffentlichen Ordner zu Exchange Online wird es in den nächsten Wochen einen ganz speziellen Tech Talk geben, denn die Migration öffentlicher Ordner ist auch weiterhin ein ganz großes Thema. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch schon bedanken. Der Tech Talk ist ganz schnell auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auch gerne, wenn Sie die Themenumfrage hier unten rechts ausfüllen und mir ein bisschen Feedback geben, welche Themen Sie denn noch weiter interessieren. In der PDF-Variante dieses Talks finden Sie noch weitere Sourcenlinks, die Ihnen helfen werden, zu Exchange Online zu migrieren. Besten Dank.